Moin Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge von Formel 1 2017. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte eine Bewertung da und viel Spaß. Willkommen in Austin, Texas zum großen Preis der USA. Mit seinen zahlreichen Überholmöglichkeiten wird diese Strecke bei den Fans immer beliebter. Schalten wir doch noch mal kurz runter in die Startaufstellung. Wir haben ja noch einige Minuten, bis es losgeht. Wir starten heute mit dem Rennwochenende in den USA, in Texas, auf dem Circuit of the Americas. Wie immer fängt es wieder an zu schütten, wenn wir das Training fahren wollen. Das ist auf jeden Fall ziemlich geil. Setup gucke ich mir gerade mal an. Ich glaube, ich lasse es erstmal auf ausgewogen, denn hier sind einige Kurven und nicht sehr viele Geraden, würde ich sagen. Aber wir schauen uns das gleich nochmal auf der Strecke genau an. Ich würde fast sagen, wir starten einfach mal mit dem Reifenmanagement wie immer. Im Regen müsste das eigentlich noch ganz gut gehen. Die anderen Sachen sind im Regen eher schwieriger, aber wir gucken mal, wie das läuft. Und wir starten einfach mal mit dem Reifenmanagement. Ich fahre wie immer manuell raus und bis gleich. Lass es anfangs ruhig angehen, die Strecke ist nass. So, die Einführungsrunde ist vorbei und wir starten mit dem Reifenmanagement. Ich muss sagen, ich habe schon relativ großen Respekt vor der Strecke, denn seitdem wir hier die Herausforderung gefahren sind mit den Oldtimern, was dann auch wirklich sehr anstrengend und nervig war, habe ich schon ein bisschen Respekt vor der Strecke. Insgesamt ist es aber nicht ganz cool, man kann die ganz cool fahren. Macht wie die meisten Strecken eigentlich auch ziemlich viel Spaß, wenn man es hinbekommt, auf der Ideallinie zu bleiben. Das war gerade richtig schlecht für den Reifen. Aber wir probieren es mal. Vielleicht schaffen wir es ja hier diesmal und diesem Wochenende was Gutes zu erreichen. Und dann schauen wir mal. Eventuell können wir nach dem Rennwochenende auch das große Antriebs-Upgrade dann in Gang setzen. Das dauert dann 6 Wochen. Was echt heftig ist, finde ich. 6 Wochen. Das wird dann wahrscheinlich erst nach der Saison fertig sein. So, sieht schon mal ganz gut aus bisher. Ich muss noch ein bisschen darauf achten, dass wir nicht rutschen in den Kurven. Genau so, das war schön. Haben auch keine Zeit verloren dabei. Noch wichtiger. Muss hier sehr filigran lenken und bremsen. Man darf nicht zu ruckartig sich hier durchbewegen. Ein bisschen gerutscht. Oh nein, jetzt bin ich rausgekommen. Aber ging gerade noch so. Okay, das sieht gut aus. Müsste eigentlich schicken. Jawohl, das sieht sehr gut aus, Leute. Wir haben es geschafft. Wir sind bis zum Maximum angekommen und wir haben über 2 Sekunden über dem Delta. Von daher fahren wir gleich in die Box. Alles klar, das Programm ist abgeschlossen. Fahren diese Runde in die Box, können wir die Daten analysieren. Das machen wir. Okay, vielleicht Benzinsparen brauchen wir, glaube ich, nicht probieren im Regen. Vielleicht. Jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 58. Vielleicht probieren wir mal die Streckenakklimatisierung. Können wir einfach mal probieren und los geht's. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir das schaffen im Regen. Denk daran, rechtzeitig vor jeder Kurve zu rennen. Ja. Konzentrier dich zuerst darauf, den Schritt zu treffen. Ich muss vor Kurven muss ich bremsen, das ist echt ein guter Tipp. Und auf der Geraden soll ich wahrscheinlich dann auch noch Gas geben, sagt er zu mir. Aber wir gucken mal, die erste Kurve schon gleich ein grünes Teil reingehauen. Nein, verdammt. Das ist nicht gut. Also gut ist es schon, aber nicht perfekt. Muss hier nur so durcheiern. Das ist richtig eklig. Oh oh. Wieder nur gut. Und das war fast verkackt. Der starke Regen wird eine Weile anhalten. Wir haben mindestens 20 Minuten starken Regen. Okay. Ich glaube, wir können gleich mal skippen und auf die nächste Runde switchen. So, insgesamt war da zu viel Grün dabei, deswegen. Wow, nur 25 Punkte zu wenig. Das ging sogar noch, Leute. Ich dachte, das wäre schlimmer gewesen.
oder es wäre schlimmer gewesen. Ja, dann gucken wir mal, ob wir das vielleicht noch ein bisschen steigern können. Wir müssen nur ein, zwei Kurven vielleicht besser fahren. Dann könnte es eventuell schon dafür reichen, dass wir hier mit einer perfekten Punktzahl rausgehen. Ja, das war auf jeden Fall ein sehr guter Start. Alles auf perfekt aktuell. Ja, sehr schön. Deutlich besser als eben noch. Okay, sehr schön. Nice, Mann. Ah, das erste Mal grün. Aber nicht schlimm. Wir hatten ja eben fast die Hälfte grün und es war trotzdem noch nah dran an perfekt. Wow, ich bin ein bisschen weggerutscht. Konnte es aber noch kontrollieren, zum Glück. Ja, hier im Regen, also momentan müssen wir echt oft im Regen fahren, habe ich das Gefühl. Fast jedes Training ist es am Schütten. Zu Beginn. Oh, das war verbremst. Ja, da habe ich mich gerade noch so reingerettet in die Kurve. Oh. Okay, das ging noch. Es ist wie auf Eiern hier rumfahren. Es ist so komisch. Nein, 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 verdammt. Scheiße. Ob das nur reicht? Mit einer verkackten Kurve? Ich weiß es ja nicht, Freunde. Gucken wir mal. Der Rest war ja bisher sehr gut. Nur einmal bin ich von der Linie abgekommen, vor der Ideallinie. Aber ich denke mal schon, dass das reicht. Ich hoffe es auf jeden Fall. Und? Schickt. Gerade so, Leute. Gerade so, nur 5 Punkte drüber. Okay, wir fahren in die Box. Ja, was machen wir denn noch im Training? Das Qualifying-Tempo oder die Rennstrategie? Ich glaube, wir gehen mal in Richtung Training 2, oder Leute? Denn das müssen wir schon im Trocknen fahren. Komm, wir fahren das im Trocknen. Wir sehen uns gleich wieder in T2. Und da sind wir in T2 angekommen und es ist zum Glück trocken. Also können wir jetzt guten Mutes mit dem Benzinsparen anfangen. Wir machen jetzt auch eine schnelle Runde und los geht's. Jetzt muss ich auf jeden Fall dran denken, dass ich Lift and Coast anwende, sonst wird das wieder nichts. Manchmal vergesse ich das ganz gerne, denn dann achte ich nicht drauf, was wir gerade fahren. Dann fahre ich einfach normal. Dann ist die Runde schon meistens hinfällig. Das war kein schlechter Anfang. Aber von der Zeit her wird es, glaube ich, knapp. Wenn ich jetzt hier voll... Oh, scheiße, nee. Oh, das war schön. So, jetzt hier rollen. Überall nur rollen. Nicht bremsen. Jawohl, das sieht richtig gut aus, Leute. Sehr guter Start. Sehr guter erster Sektor. Das war schon fast zu spät. Okay, von der Zeit her wird es echt knapp. Da müssen wir mal gucken, ob wir das schaffen. Ah, ich hoffe doch. Hier gibt es nur diese eine Gerade, wo wir wirklich Tempo rausholen können. Deswegen würde ich fast sagen, dass wir auf ausgewogen bleiben. Denn es gibt mehr Kurven, als dass wir jetzt auf den Geraden Tempo machen können. Ich glaube, das ist eine ganz gute Taktik hier für Texas. Eine Texas-Taktik. Genau, jetzt wird es knapp nochmal zum Ende hin mit der Reifenmanagement. Benzinmanagement. So, hier ausrollen, schön ausrollen. Und jetzt muss man da noch ein bisschen Zeit rausholen, Leute. Na komm, es ist grün und wir sind im Perfekt. Es reicht. Es hat ganz knapp gereicht. Sehr schön, das war richtig knapp. Alter Schwede. Wir machen direkt weiter mit dem Qualifying-Tempo. Okay, wir haben jetzt gerade Nico Hülkenberg vor uns. Ich hoffe, der behindert uns nicht in der Runde. Ich hoffe, ich kann ihn gleich überholen in der ersten Kurve. Das wäre ganz gut. Na komm. Perfekt. Sehr schön. Da haben wir aber Zeit verloren, leider. Das war nicht schön. So, jetzt hier schön aufpassen. Die Kurven hier, die finde ich echt extrem schwer. Wenn man da einmal aus dem Rhythmus kommt, dann verkackt man es komplett.
weil die so schnell nach links, rechts gehen. Und man da eigentlich mit einem hohen Tempo durch muss, sonst verliert man zu viel Zeit. Ja, gut. Aktuell. Oh, Alter! Eben war ich noch 4 Zehntel vor und jetzt nur 2,5. Warum habe ich denn da so viel Zeit verloren auf dem Punkt? Okay, mit Perfekt wird das, glaube ich, nichts mehr. Wenn wir jetzt hier nicht noch einen dritten Sektor raushauen wie sonst was. Ach, wieder blöd gefahren zum Schluss. Es hat aber doch noch gereicht. Alter, was? Als ob das noch gereicht hätte, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Wir waren nur 4 Zehntel vorne vor der Zeit. Manchmal brauchen wir 1,5 Sekunden, um vor das Ziel zu erreichen, das Teamziel. Aber gut, wir fahren weiter mit der Rennstrategie. Und da beginnt auch die letzte Trainingssession mit der Rennstrategie. Ich würde das wie immer jetzt machen, dass wir die ersten 2 Runden skippen und sehen uns gleich in Runde 3 wieder, wenn ich die abgeschlossen habe. So, Freunde, da bin ich wieder. Ich habe die ersten beiden Runden gefahren und durch den Fahrtwind habe ich mir eine Kehlkopfentzündung zugezogen. Das tut echt weh. Nein, Spaß. Die dritte Runde beginnt und bisher lief es ganz gut eigentlich von den beiden Runden her. Es war ein guter Start. Wir haben schon mal 3 Zehntel Vorsprung. Und das war auch gut durch die Schikanen gekommen. Nice. So, das war auch nicht schlecht. Die Zeit ist ja bei der Rennstrategie immer nicht so krass angezogen wie bei dem Qualifying-Tempo. Von daher kann man da auch ruhig mal 1-2 Fehler rausfahren wieder. Oder mit reinballern. Ohne dass man jetzt die Zeit nicht mehr schaffen könnte. So, 18. Vorsprung. Normalerweise müsste das schon reichen, wenn ich jetzt nicht noch irgendwie vor die Wand fahre oder so. Und dann hätten wir auch schon das Training heute wieder abgeschlossen. Es lief eigentlich komplett reibungslos heute. Freut mich. Bin ich mal gespannt, wie das dann im Qualifying wird. Ob es da genauso gut läuft wie heute im Training. Und ob dann die Teile überhaupt noch reichen für die Rennstrategie. Wir hatten vor Japan hat man die Teile ausgetauscht, also vor dem Qualifying und dem Rennen. Und die sind jetzt auch schon wieder halt so lange drin im Auto und müssten bald auch wieder verschlissen sein. Ich hätte aber zwischendurch auch die Strapazierfähigkeit erhöht von Getriebe und Motor. Mal gucken, was das für Auswirkungen hat. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Und dann kehren wir zurück in die Box. Okay, Freunde, wir haben alles geschafft. Wir haben sogar von den Teamzielen fast alles geschafft, außer eins. Wir bekommen fast die maximale Anzahl an Ressourcenpunkten. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Ciao!